Hey liebe Blubber-Family und herzlich willkommen zu einem neuen Büchervideo hier bei Ankas Geblubber. Wenn ihr euch jetzt wundert, ey Anka, wo bist du gerade? Der Hintergrund sieht ganz anders aus als normalerweise. Dann schaut mal in den letzten beiden Videos vorbei. Ich verlinke sie euch gerne, da erkläre ich euch so ein bisschen was zu diesem alternativen Drehsetting. So, bevor wir uns jetzt heute das blubbernde Büchertauschpaket anschauen, ganz kurz ein kleiner Hinweis. Ihr habt mich in letzter Zeit zu Recht gefragt, wo denn meine normalen Büchervideos abgeblieben sind. Das heißt Lesemonate, Neuzugänge, Rache des Sub etc. Ich bitte euch an dieser Stelle noch um ein kleines bisschen Geduld. In den Sommermonaten fällt es mir super duper schwer, Videos zu drehen. Das liegt zum Großteil natürlich an der Hitze. Ich meine, wir haben ja gerade wieder wirklich einen Jahrhundertsommer, oder? Also ich weiß nicht, wie es bei euch so ist, aber hier im Süden Deutschlands ist es wirklich knalleheiß. Und mir schlägt diese Hitze nicht nur aufs Gemüt, sondern auch ein Stück weit auf die Gesundheit. Mir fällt vieles bei diesen Temperaturen sehr, sehr, sehr schwer. Deswegen muss ich Abstriche machen. Ich wollte aber nicht komplett in eine Sommerpause gehen. Aufgrund dessen habt ihr in den letzten Wochen ja nur noch ein Video pro Woche gesehen und immer ein leicht zu drehendes Video. Also es gab lauter Unpackings, es gab mal wieder ein Düftelvideo zu sehen und ich hoffe sehr, dass wir so den Sommer rumbringen gemeinsam, dass ihr noch ein kleines bisschen Geduld habt und wenn ich mich dann wieder vernünftig konzentrieren kann, um euch Bücher ausführlich vorzustellen, dann treffen wir uns hier auch auf jeden Fall wieder. Ich habe schon ein bisschen was vorbereitet, also es kann sein, dass ich jetzt hier viel Lärm um nichts mache, dass es schon in den nächsten Wochen weitergeht mit normalen buchigen Videos, aber trotzdem möchte ich euch an dieser Stelle einfach informieren, damit ihr Bescheid wisst. Ich habe all die Book-Nerds da draußen auf gar keinen Fall vergessen. Meine Leidenschaft ist immer noch bei den Büchern zu Hause, definitiv. Und es wird auch wieder einiges an Book-Content kommen, aber halt noch nicht jetzt sofort. Wobei ja eigentlich schon, ne? Das Unboxing hier heute ist ja auch buchiger Natur. So, kommen wir jetzt zu diesem Unboxing, denn mein blubberndes Büchertauschpaket hat wieder mal bei mir Halt gemacht. Es ist zurück aus, lasst mich überlegen, ich meine, das müsste Staffel Nummer 8 sein. Ich habe vor zwei Wochen ist es bei mir eingetroffen, ja, so lang liegt das hier auch schon, habe ich einen kurzen Blick reingeworfen. Ich habe aber schon wieder total vergessen, welche Bücher sich drin befinden. Jetzt möchte ich das Unboxing gemeinsam mit euch drehen und dann macht sich das Paket auch schon wieder auf den Weg in Staffel Nummer 10. Staffel Nummer 9 läuft nämlich schon. Falls ihr jetzt ein ganz großes Fragezeichen im Kopf habt und gar nicht wisst, worum es hier eigentlich bei dem blubbernden Büchertauschpaket geht, dann empfehle ich euch, kurz auf Pause zu drücken, werft einen Blick aufs i oder in die Videobeschreibung, da verlinke ich euch alle bisherigen Unboxings und auch die Anmeldung, falls ihr selbst mal bei diesem blubbernden Büchertauschpaket dabei sein möchtet. Auch hier noch ein kleiner Hinweis, ich bekomme regelmäßig sehr, sehr, sehr viele Anmeldungen. Auch wenn zwei Pakete gleichzeitig unterwegs sind, dauert es ein bisschen, bis ihr dran seid. Aber ihr kommt alle dran, wenn ihr euch über das Kontaktformular anmeldet, das ich euch verlinke. Einfach einschreiben, ihr hört dann wahrscheinlich eine ganze Weile nichts von mir. Aber wenn es dann losgeht, wenn sich das Paket eurer Station nähert, dann bekommt ihr eine Nachricht von mir. Gut, ich würde sagen, wir haben an dieser Stelle das Organisatorische geklärt. Wir machen jetzt gemeinsam das Paket auf, gucken aber erstmal, mit welchen Büchern Staffel Nummer 8 gestartet ist. Hey liebe Blubber-Family, liebe Grüße aus eurer Vergangenheit. Das blubbernde Büchertauschpaket macht sich diese Woche wieder auf die Reise und ich zeige euch noch kurz, mit welchen Büchern diese neue Staffel startet. Von dem ersten Buch trenne ich mich schweren Herzens, aber ich möchte einfach, dass es noch viele weitere Leser in den Herzen erobern kann und deswegen zieht es bei mir aus. Für eine Nacht sind wir unendlich von Lea Koplin. Dann Undercover Dschihadistin, wie ich das Rekrutierungsnetz des Islamischen Staats ausspionierte von Anna Erell. Von Brigitte Glaser Reinblick. Dann wird es spannend mit einem Thriller von Karen Slaughter, Gottlos. Und ich kann mir nicht helfen, wenn ich dieses Buch sehe, denke ich nicht direkt an einen Thriller, sondern habe eher so die Bücher von Cecilia Ahern irgendwie so vorm Auge. Aber gut, es ist ein Thriller und er ist bestimmt auch gut. Karen Slaughter schreibt großartige Thriller, aber ich kann es momentan einfach nicht lesen. Ja, dann hat als nächstes mein Bruder ein Buch beigesteuert und ich bin gespannt, ob dieses Buch den Weg zu mir finden wird oder ob es sich tatsächlich jemand rausnimmt.
nämlich dieses hier. Star Wars Ashoka von E.K. Johnston. Ich bin ein großer Star Wars Fan, habe die Bücher aber nicht gelesen, aber ich schaue gerade alles, was es drumherum gibt oder habe auch schon vieles mehrfach angeschaut. Mein Bruder und ich fiebern da immer gemeinsam mit. Ja, und dieses Buch hat er kürzlich gelesen, beendet und hat gesagt, ey Anka, stell es mal in den Bücherschrank oder pack es mit in dein Bücherwanderpaket. Und das mache ich hiermit. Ja, und wenn wir gerade bei Filmen und Serien sind, zeige ich euch dieses Buch als nächstes. Einmal Gilmore Girl, immer Gilmore Girl, Talking as Fast as I Can von Lauren Graham. Dann habe ich hier nochmal einen Thriller von Sabine Tiesler und Draußen stirbt ein Vogel von Nicolas Müller. Ich bin mal eben wieder tot, wie ich lernte, mit Angst zu leben. So, und dieses Buch wandert jetzt die letzte Runde mit. Wenn es diesmal wieder zu mir zurückkommt, stelle ich es in den Bücherschrank von Andreas Scheible, Clown Under. So, zwei Bücher haben wir noch. Zum einen einen original verschweißten historischen Roman von Michael Peinkofer, Der Wind und die Wahrheit. Und zum anderen haben wir hier noch ein Buch, das ich unheimlich gern gelesen habe. Und jetzt dachte ich mir, ich werde es nicht nochmal lesen, deswegen kann ich es auch aussortieren. Dornenherz, Jedem Ende wohnt ein Anfang inne von Jutta Wilke. Ja, das waren die Bücher, die ich jetzt wieder zurück ins Paket lege und die sich in Kürze auf die Reise zur ersten Blubberfreundin machen. Ja, liebe Blubber-Family, ihr könnt euch jetzt angucken, welche Bücher schlussendlich wieder den Weg zu mir zurückgefunden haben oder eben auch nicht. Ich muss mich noch ein bisschen gedulden, wünsche euch aber viel Spaß mit dem weiteren Video und schicke liebe Grüße zurück in die Zukunft. Das ist das Paket, das zu mir zurückgekommen ist und tatsächlich ist es auch genau das Paket, mit dem Staffel Nummer 8 gestartet ist. Es ist in, ja, ich denke, es hat die Staffel ganz gut überstanden, aber jetzt landet es im Altpapier. Okay. Zuerst haben wir hier ein Tütchen mit Leseproben. Da dürft ihr euch gern bedienen, wenn das Paket bei euch halt macht. Nehmt euch was raus, was ihr lesen möchtet oder füllt auch gern mit euren Leseproben aus, auf ganz wie ihr möchtet. Es ist auch so ein bisschen Bookmerch drin, also ich kann mir vorstellen, dass man da auch so ein paar Lesekarten oder Lesezeichen oder Sammelkarten reinlegt. Macht das, wie ihr wollt. Nehmt euch raus, was ihr wollt. Packt dazu, was ihr wollt. So, dann haben wir hier ein Tütchen mit Tee. Auch da werde ich nachher mal ganz in Ruhe durchgucken, schauen, ob da was für mich dabei ist und dann die Tees einfach gegen neue austauschen. Oh, apropos Lesezeichen. Hier haben wir den Lesezeichenumschlag. Falls ihr mal kein Lesezeichen zur Hand haben solltet, schaut da rein. Da sind viele schöne Lesezeichen drin, teilweise selbstgebastelte, teilweise Ankas Geblubber-Lesezeichen. Guckt da gerne rein und tauscht aus. So, dann haben wir hier das obligatorische Notizbuch, das in jedem meiner Wanderpakete beiliegt. Da darf sich jede teilnehmende Person eintragen und schreibt dazu, was er sie rausgenommen und wieder reingepackt hat ins Paket. Das schaue ich mir nachher auch ganz in Ruhe an. Jetzt kommen wir zu den Büchern und zuallererst sehe ich hier eins, über das ich mich total freue. Es ist von einer Autorin, die ich schon seit vielen, vielen Jahren kenne, auch persönlich kennengelernt habe. Sie lebt nämlich in Stuttgart und ich schätze sie sehr. Sie ist eine unheimlich liebe Frau und schreibt richtig tolle Bücher. Das Buch hier ist jetzt doch schon so einige Jahre alt. Ich habe es aber bisher noch nicht gelesen. Vielleicht ja jetzt. So sieht dieses schöne Coverschätzchen aus. Faunblut von Nina Blajon. Erschienen ist dieses Buch 2008. Oh ja, es ist tatsächlich schon so einige Jahre alt, hat einige Jährchen auf dem Buckel. Sieht man diesem Buch aber gar nicht wirklich an, oder? Es ist ein, ich würde mal plump sagen, typischer Romantasy-Roman, wie er damals eben in war. Es gibt eine Liebesgeschichte, es gibt ein Drama drumherum. Es geht um Herrschaft, um Gewalt, okay. Romantisch, trendig, aufregend, junge Fantasy vom Feinsten. Protagonistin in dieser Geschichte ist die junge Jade und sie lernt eines Tages den schönen und fremdartigen Faun kennen. Genau zu dem Zeitpunkt steht ihre Welt eigentlich schon dem Untergang nahe, denn Aufständische erheben sich, um die Herrscherin zu stürzen und auch die sogenannten Echos kehren zurück. Keine Ahnung, worum es sich bei diesen Echos handelt, noch nicht zumindest. Ja, und fordern ihr Recht ein. Und auch Jade weiß, dass sie für ihre Freiheit kämpfen muss. Was sie aber auch weiß, ist, dass Faun auf der Seite ihrer Gegner steht. Jetzt wisst ihr wahrscheinlich auch, was ich meinte, als ich gesagt habe, ich drücke mich recht plump aus, wenn ich sage, es ist typische Romantasy, aber dieser Plot ähnelt vielen anderen Plots von Büchern, die eben zu dieser Zeit erschienen sind. Wobei ich glaube,
Hiebe behaupten zu können, dass Frauenblut vielleicht so ein bisschen den Anfang mitgemacht hat zu dieser Zeit. Okay, also, auch wenn mich die Geschichte jetzt so im ersten Moment gar nicht so sehr anspricht, möchte ich hier doch mal reinlesen und werde Frauenblut vorerst bei mir behalten. Dann haben wir hier ein Buch mit einem wunderschönen Buchschnitt, das auch mit dem Buchschnitt nach oben in diesem Karton liegt. Oh, wow, guckt mal, schaut mal. Ich bin ja eigentlich nicht so anfällig für verzierte Buchschnitte, aber schön finde ich sie dennoch. Ist wirklich auch so rundum. So. Ich zeige euch mal das Buchcover. Infinitas, Fluch aus Glut und Asche von Marina Neumeier. Das sieht mir ganz nach einem weiteren Fantasy-Roman aus. Ich kenne ihn nicht. Lasst uns mal gucken, worum es geht. Eine Ewigkeit begraben, nun ist sie erwacht. Eine fesselnde Liebesgeschichte zwischen Vergangenheit und Gegenwart. Als Aliqua nach jahrhundertelanger Gefangenschaft unter der Vulkanasche des Vesuv überraschend befreit wird, findet sie sich im Zentrum eines uralten Konflikts wieder. Seit der Antike lastet auf den Familien Omodeo und Pomponio ein Fluch, der Fluch der Unsterblichkeit. Aliqua gerät ins Visier einer Gruppe Unsterblicher, die nur ein Ziel kennen, die Grausamkeit der römischen Götter zurück auf die Erde holen. In Santor findet sie einen Verbündeten, doch er hütet ein düsteres Geheimnis. Okay, für mich ist das nichts, aber ich glaube, in der nächsten Runde wird sich bestimmt jemand freuen. Wir haben vielleicht auch Fans von farbigen Buchschnitten oder außergewöhnlichen Buchschnitten dabei. Dann nehmt euch dieses Buch gern raus. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt, aber ich werde es nicht lesen. Dann haben wir hier ein recht lustiges Cover, wie ich finde. Glück ist nichts für schwache Nerven von Theresia Graf. Ja, das sieht nach einer typischen Urlaubslektüre aus, oder? Mit der Möwe hier vorne. Worum geht's? Dieses Leben ist vom Umtausch ausgeschlossen. Valentina ist zornig. Ihre Scheidung ist 3 Tage und 7,5 Stunden alt. Ihre neue Kollegin hatte den kürzeren Rock an und hat ihre Beförderung eingesackt. Und anstatt ihr beizustehen, ist ihre beste Freundin in den Flitterwochen auf Mauritius und ihre Hippie-Mutter kämpft in Brasilien gegen die Abholzung des Urwalds. Doch dann fällt Valentina durch Zufall ein Hinweis auf ihren unbekannten Vater in die Hände. Als sich ihr die Chance bietet, sich inkognito in seinen Haushalt einzuschleichen, ergreift sie diese und erfährt, dass das Glück manchmal seltsame Wege geht und Venedig immer eine Reise wert ist. Okay, es geht nach Venedig. Okay, ja, hätte man vielleicht auch hier vermuten können. Ich dachte jetzt eher, wir sind so ein bisschen an der Nordsee- oder Ostseeküste unterwegs. Ja, was machen wir? Also ich würde sagen, dass mich 3/4 dieses Klappentextes überhaupt gar nicht angesprochen hat. Erst so die letzten 2 Sätze fand ich dann doch spannend, dass sie sich eben inkognito in den Haushalt ihres Vaters einschleust. Aber da mich dieses Buch jetzt wirklich nicht so sehr anschreit, werde ich es weiterschicken. Ah, dann haben wir hier einen alten Bekannten. Donnerstags im fetten Hecht von Stefan Nink. Dieses Buch habe ich persönlich nicht gelesen, aber es war hier als Rezensionsexemplar, glaube ich. Meine Mama hat es gelesen und für meinen Blog damals rezensiert. Richtig cool. Ich verlinke euch mal die Rezension in der Videobeschreibung. Für mich ist dieses Buch nichts. Ich habe momentan nicht so große Lust auf solche humorvollen, humoristischen Bücher, deswegen zieht das weiter. Ist auch so ganz leichte Sommerlektüre irgendwie. Und es geht um einen Roadtrip. Das klingt wiederum wieder sehr gut. Der abgedrehteste Roadtrip aller Zeiten. Der Donnerstag ist der Höhepunkt in 7 Eisens eintöniger Woche. Dann trifft er sich zum Tippkick im fetten Hecht. Eines Abends kommt sein Kumpel Schatten mit Neuigkeiten in die Stammkneipe. Er hat geerbt. Zumindest fast. Denn die 15 Millionen Euro werden ihm nur ausgezahlt, wenn er seine 7 Miterben auftreibt. Die allerdings sind in alle Welt verstreut. 7 Eisen macht sich auf die Suche, die im australischen Outback beginnt. Aber das ist bloß die erste Station einer haarsträubenden Reise. Soll ich jetzt doch lesen? Also irgendwie macht mich das jetzt doch ziemlich neugierig. Ich packe es mal so ein bisschen auf die Seite und schließe es mal noch nicht ganz aus. Okay, weiter geht's mit einem Buch, das zu mir zurückgekommen ist. Das ist Einmal Gilmore Girl, Immer Gilmore Girl, Talking as Fast as I Can von Lauren Graham. Dieses Buch werde ich noch mal eine Runde weiterreisen lassen. Ich fand es damals ganz amüsant und für Fans der Gilmore Girls definitiv lesenswert. Also vielleicht ist ja in der nächsten Runde ein Gilmore Girls Fan dabei. Dann haben wir hier, ui, das ist auch ein
ansprechendes Cover, ne? Katja Kulin, normal ist anders. Und das ist hier so eine Klappbroschur, warte mal. Zack. Na, da verschwindet die Schrift dann. Sieht auch nicht schlecht aus, hier die Klappe. Aber das Buch sagt mir jetzt nichts. Worum geht's denn? Die Liebe geht seltsame Wege. Manche davon führen direkt durch die Klapse. Lea kann nichts mehr schlucken. Kein Brot, keine Schokolade, kein Obst. Wenn sie ehrlich ist, will sie auch gar nichts mehr schlucken. Lea leidet unter panischer Angst vor dem Ersticken. Inzwischen ist die 26-Jährige so untergewichtig, dass sie sich entscheiden muss. Sterben oder Therapie. Nein, da brauche ich jetzt nicht weiterlesen. Das ist nichts für mich. Das Buch zieht weiter. So, auch das nächste Buch ist zu mir zurückgekommen. Auch das zieht nochmal eine Runde weiter. Undercover Dschihadistin, wie ich das Rekrutierungsnetzwerk des Islamischen Staats ausspionierte, von Anna Erell. Was haben wir hier? Ein Krokantriegel Haselnuss. Sehr lecker. Ist das was für dich, Anka? Leg ihn mir mal auf die Seite. Wenn ich ihn nur rausnehme, packe ich aber natürlich was anderes rein. Ne? Was anderes Süßes oder was zum Knabbern oder wie auch immer. Schokolade aktuell natürlich nicht. So, mit welchen Büchern geht es weiter? Es geht weiter mit einem ganz aktuellen Buch. Ne? Vincent Cliche, Im Auge des Zebras. Ein Bösherz-Thriller. So, auf den ersten Blick würde ich jetzt sagen, nope. Ich bin momentan nicht so sehr in Thriller-Stimmung, aber lass uns mal gucken, worum geht's denn eigentlich. Vincent Cliche hat doch mit Sebastian Fitzek zusammengeschrieben, ne? Ich kenne die Bücher nicht. Mal gucken, ob mich das hier irgendwie catchen kann. Wie kann jemand an mehreren Orten zugleich sein? Was physikalisch unmöglich scheint, geschieht in ganz Deutschland. An verschiedensten Orten werden Teenager entführt, die Eltern kurz darauf ermordet. Und alle Taten werden zur selben Zeit und von derselben Person verübt. Kommissarin Olivia Holzmann steht vor dem gefährlichsten Rätsel ihrer Karriere. Der Auftakt zur neuen großen Thriller-Reihe von Vincent Cliche. Wer in das Auge des Zebras blickt, wird mit einer total sympathischen Ermittlerin, einer düster faszinierenden Geschichte und an jedem Kapitelende mit einem überraschenden Twist belohnt, sagt Sebastian Fitzek. Okay, seid ihr auch so wie ich? Fallt ihr auch immer auf sowas rein? Nicht negativ behaftet, ne? Also ist ja auch schön, wenn man so eingefangen werden kann von Kurzbeschreibungen und von solchen Blurbs, die hinten drauf stehen. Ja, da werde ich auch definitiv mal reinlesen. Das ist ein dünnes Büchlein und vielleicht bringt mir das ja so ein bisschen meine Thriller-Lust zurück. Ich weiß jetzt nicht, wie Vincent Cliche schreibt. Wenn er sehr brutal schreibt, sehr bildhaft, ist es vielleicht nichts für mich, aber dafür sind ja solche Wanderpakete eben auch ganz, ganz gut da, dass man einfach mal reinlesen kann. Und das werde ich tun. So, was bist du? Andreas Götz, denn morgen sind wir tot. Sieht folgendermaßen aus, kenne ich nicht. Wie weit würdest du gehen, um deine große Liebe zu beschützen? Eine Geschichte von Liebe und Verhängnis und von der Bestie, die in uns allen lauert. Siri ist 16 und angeödet von ihrem Leben. Sie sehnt sich nach den ganz großen Gefühlen. Der schöne Niklas behauptet zwar, dass er sie liebt, doch wenn es darauf ankommt, kneift er. Dann tritt Adrian in Siris Leben und bietet ihr alles, wovon sie bisher nur träumen konnte. Freiheit, Liebe, Abenteuer. Siri spürt, dass er der Richtige für sie ist. Doch Niklas will nicht ruhen, bis er ihr Glück zerstört hat. Als er schließlich vor ihnen liegt, in seinem eigenen Blut, wird Siri und Adrian klar, dass sie eine Grenze überschritten haben. Oha. Ist bei Oettinger erschienen, ist also ein Jugendthriller, würde ich sagen. Dennoch macht er mich jetzt nicht so sehr an wie jetzt Im Auge des Zebras, deswegen zieht der hier weiter. So, zwei Bücher haben wir noch. Zum einen ein Returnee, ein Buch, das zu mir zurückgekommen ist, Gottlos von Karen Slaughter, darf auch nochmal weiter wandern. Und dann haben wir hier einen Kandidaten, den ich noch nicht kenne, Da Damen, Gefährten der Finsternis von Chiara Strazzulla. Okay, wenn ich direkt beim ersten Blick auf die Kurzbeschreibung einen Schreibfehler entdecke, verliere ich direkt die Lust an dem Buch. Kommt euch das bekannt vor? Geht es euch auch so? Würde es euch so gehen? Seid ihr überhaupt LeserInnen, die beim Lesen sehr schnell und viele Fehler entdecken? Oder lest ihr darüber und es stört euch überhaupt nicht?
Wäre mal spannend zu wissen, weil das ja auch mein täglich Brot ist, ne? Das Lektorieren und Redigieren und Korrigieren. Gut, worum geht's denn hier? Als der Herr der Finsternis das ewige Königreich und seine Hauptstadt Dadamen bedroht, gibt es nur einen, der das Verhängnis aufhalten kann. Der junge Lianen, ein Halbsterblicher, den die Ewigen mit Argwohn betrachten, nimmt mit einer Gruppe loyaler Freunde die Verfolgung der schwarzen Truppen auf. Seine Reise führt durch ein vom Krieg gezeichnetes Land und mitten ins schwarze Herz der Finsternis. Nope, das ist nichts für mich. Der aufsehenerregende Debütroman eines neuen jungen Fantasy-Talents. Okay, good to know, aber nichts für mich. Das Buch wandert weiter. Gut, somit liegen vor mir jetzt zwei Bücher, die auf jeden Fall hier bleiben. Zum einen Im Auge des Zebras von Vincent Gliesch und zum anderen Faunblut von Nina Blajon. Was machen wir jetzt mit dem Hecht hier von Stefan Nink? Donnerstags im fetten Hecht. Ich glaube, ich werde mir nochmal die Rezension meiner Mama angucken. Werde sie nochmal fragen, ob es ihr damals gefallen hat oder nicht. Falls ja, dann werde ich vielleicht doch mal einlesen. Ich glaube, ich lasse es mal hier. Ja. Okay, liebe Blubber Family, lasst mich gern wissen, ob für euch etwas dabei gewesen wäre. Welche dieser Bücher hättet ihr aus dem Wanderpaket rausgenommen? Ich sage vielen, vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Vielen Dank, dass ihr hoffentlich noch weiter Geduld mit mir habt. Vielen Dank, dass ihr auch wieder bis zum Schluss dran geblieben seid. Ja, wenn ihr Lust habt, dann super gern. Bis zum nächsten Video.